Ja, hier ist Christian Hemschermeier, Paartherapeut und Beziehungscoach. Und heute haben wir das wunderschöne Thema. Meine Freundin hatte ja relativ viele andere Partneraffären im letzten Jahr. Ja, also und vorab mal ganz kurz eine Meldung von jemand anders. Hey lieber Christian, habe vor ein paar Tagen mit deinem Modul 1 begonnen, Umprogrammierung des Liebeschips, und finde das Tool schon super hilfreich. In toxischen Beziehungen geht so viel Energie flöten, welche bereits jetzt schon wieder zu mir zurückzufließen beginnt. Auch durch deine vielen wunderbaren Videos. Tausend Dank für all dein Tun und Sein. Ja, vielen Dank, freue mich immer logischerweise sehr über solche Mails. So, jetzt kommen wir mal zur eigentlichen Frage. Muss mir die Fenster mal gerade hier sortieren. So. So, eine Nachricht von Tomaciewicz, und er schreibt: Hallo Christian, ich bin seit relativ kurzer Zeit in einer Beziehung mit einer Frau. Sie hatte letztes Jahr sehr viele Dates. 9 Sexualpartner. Ja, also ich meine, ich will ja nichts bewerten, jeder kann machen, was er will, ne? Aber ich würde mal sagen, ja, 9, also 9 Dates vielleicht nicht, aber 9 Sexualpartner in einem Jahr, das ist zimpflich. Aber wie gesagt, Männer machen sowas, also ich muss es nicht bewerten. Aber es ist natürlich eine Information, so, ne? Aber es ist jetzt nichts, was nicht in Ordnung oder dran ist. Die Frage, ob das das ist, was du suchst, ne? Was jetzt hier auch dann die Problemlage jetzt gleich wird. Als wir uns kennenlernten, als wir uns kennenlernten, sagte ich ihr, dass es mich nur exklusiv gibt und ich nicht damit leben kann, wenn sie noch andere Affären neben mir hat. Ist ja schon so eine Sache, wenn man das sagen muss, ne? Aber gut gesagt. Standards und Dealbreaker. Sie hat die Kontakte alle abgebrochen. Also das heißt ja jetzt, dass diese Kontakte noch bestanden, als ihr euch kennengelernt habt. Also ich habe jetzt keine Glaskugel, aber das kann natürlich für eine Frau sprechen, die einfach extrem viel Bestätigung braucht, ne? Und das ist immer schwierig. Den letzten hat sie nochmal persönlich getroffen und mit ihm Schluss gemacht. Wie heißt eine der Regeln von Liebeship? Date nur Singles. Die brichst du ja gerade, ne? Du setzt ja jetzt zwar deine Standards, aber also die Regel besagt eindeutig, date nur Singles. Also muss ich ganz klar sagen, weil dieses Ganze, also im Grunde genommen rutschst du hier schon ein Dreieck rein, du merkst es, du steuerst gegen. Aber es machst du alles richtig im Prinzip, aber hast halt jemand, der es absolut gewohnt ist, in multiplen Beziehungen zu sein, oder wie man es auch immer nennen will, weil er das braucht. Und ja, warum sollte jemand, der das ganze Jahr in verschiedensten Beziehungen war, plötzlich das mit dir jetzt anders machen? Ja, vielleicht, weil du denkst, du bist, oder vielleicht denkst du auch gar nicht, vielleicht, aber man hofft vielleicht, man ist selber jetzt so anders. Aber das ist leider oft nur das Ego, aber die Realität ist dann eine andere, ne? Gut. Sie hat mir erzählt, dass sie 2 Stunden weinend in der Kälte stand und sie zum ersten Mal erfahren hat, dass er in sie verliebt war. Also dieser Satz wäre für mich schon Red Flag, also wäre ich raus. Also wieso kann sie nicht einfach Schluss machen? Also wenn sie in dich so verliebt ist, ja, wieso ist das überhaupt ein Problem? Dann schreibt sie eine WhatsApp, sagt, ja, es ist vorbei, kein Bock mehr, ich habe jemand anders, fertig. So, jetzt erzählt sie dir, dass sie 2 Stunden in der Kälte rum mit irgendwelchen krausen Informationen, das ist schon wieder komplette Spielebene, und wie in ganz vielen toxischen Beziehungen wird das Dreieck vorbereitet, ne? Weil jetzt kann sie dann irgendwann sagen, ja, sie kommt nicht von ihm los und sie muss nochmal gucken und sie muss nochmal mit ihm reden und sie muss nochmal mit ihm bowlen gehen und sie muss nochmal mit ihm Tischtennis spielen und sie müssen noch irgendein letztes Gespräch führen und bumm, ist bis zum Dreieck drin, ne?
Das finde ich, hätte ich keinen Bock drauf. Ne? auf meine Frage, ob sie das nicht wusste und ob das was geändert hätte, also dass man sowas schon fragen muss, ne? Weil ihre Antwort, sie glaubt schon, dass es etwas geändert hätte und sie jetzt vielleicht mit ihm zusammen wäre. Das sagt doch keine Frau, die richtig in dich verliebt ist. Das sagt vielleicht eine Frau, die dich auch in ihre Spielchen einbeziehen möchte, oder auch gern von dir Bestätigung haben möchte oder auch gern mit dir neben anderen in multiplen Beziehungen sein möchte. Aber es ist nicht jemand, der exklusiv in dich verliebt ist, würde ich sagen. Also, da kann man nur sagen, ja, dann mach das doch. Ja, triff den. Ja, dann sei doch mit dem zusammen, ist mir auch scheißegal. Also ihr macht euch das Leben wirklich leichter, wenn ihr nicht so beim Daten nicht so hängt, dass es unbedingt diese Person sein muss. Also je mehr Trennungskompetenz man hat, umso leichter wird das Daten. Ne? Weil dann könntest du jetzt einfach sagen, ja, dann date doch den, ist mir doch Punkt. Okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, weil du sie auch gut findest, aber kannst du sagen, ja, ich wäre gerne mit dir zusammen, aber offensichtlich bist du ja nicht durch mit dem Thema. Alles klar, melde dich, wenn du wieder soweit bist. Das könnte man sagen, wenn du nicht wüsstest, das wird natürlich auch im Monat und in 2 Monaten auch nicht anders sein. Deswegen kann man sich das eigentlich sparen, aber nehmen wir mal an, du würdest jetzt nicht in die Zukunft gucken wollen, könntest du sagen, ja, dann mach das doch erstmal, klär das und dann meldest du dich wieder. Haltet euch aus Dreien raus, wirklich. Ich sag's immer wieder. Danach war sie ein bisschen komisch zu mir und schon ein bisschen distanziert. Ey, ah, heute erzählt sie mir, dass er ihr ein Paket auf die Arbeit geschickt hat. Mit irgendwelchen Texten über ihre Treffen und was er ihr bedeutet. Ja, dem hat sie ja ziemlich den Kopf verdreht. Dass es nicht spurlos an ihr vorübergeht, merke ich total. Sie erzählt mir auch oft, wenn einer ihrer Ex-Freunde oder Ex-Affären ihr schreibt. Ach, mein Gott. Sie hat es. Was, dann muss sie jetzt einen Rundbrief an die halbe Stadt schreiben, dass sie jetzt in einer Beziehung ist? Oder wieso muss das überhaupt diskutiert werden? Das wird, ihr kommt zusammen, sie schreibt meinetwegen einmal diesen neuen Freund, dass sie in einer Beziehung ist, und dann ist das Thema durch. Das ist doch scheißegal, ob die ihr noch schreiben. Oder, aber wie gesagt, also meiner Ansicht nach sind das Spielchen. Dann macht sie sich wieder eifersüchtig, dann kriegt sie darüber wieder Bestätigung, oder kann man sich darüber wieder aufregen, dann, oh, das. Also ich hätte keine Lust mehr auf solche Sachen. Echt, das ist so ätzend. Also ich persönlich finde sowas so ätzend und du ja scheinbar auch. Nur meine Frage, bin ich einfach nur zu eifersüchtig oder ängstlich, was das Thema angeht? Nee, die macht dich extrem eifersüchtig und ist leider oft ein Zeichen vom toxischen Minuspol, ne? Dass er einen so antriggert mit, ja, dem man also, ja, einen eifersüchtig macht im Grunde genommen einfach. Wer wird denn da nicht eifersüchtig werden? Und was soll das? Ihr seid mal gerade am Zusammenkommen, da muss ich gleich mit so einem Kack beschäftigen. Ey. Oder ist es eventuell eine Art von ihr, mir zu sagen, dass es auch noch andere Typen gibt, die Interesse haben? Ja, wenn du eine heiße Frau hast, dann gibt es natürlich immer Typen, die Interesse haben. Aber jetzt solltest du auf deine Liste gucken, was suche ich in einem Partner, und da sollte spätestens auf Platz 2 sollte da Loyalität stehen. Und wenn. Ne, und wenn du jetzt mal ehrlich bist, ist das eine loyale Freundin? Ich glaube nicht. Und wenn da nicht Loyalität steht, dann überleg dir nochmal, ob du wirklich eine illoyale Freundin haben möchtest, die solche Sprüche macht. Ne? Sollte ich sie wissen lassen, wie ich mich fühle? Ja, das kannst du ja natürlich. Also, natürlich, ey, ich würde sagen, es ist indiskutabel. Was soll der Scheiß? Also, aber das wird nichts bringen. Also, das kannst du sagen, aber ich meine, jetzt würde ich es nicht in so einem ärgerlichen Ton sagen. Also, ich würde sagen, was soll das jetzt? Ich dachte, wir sind zusammen, warum müssen wir über solche Sachen reden? Ne? Ganz normalen, neutralen Ton. Nur, eigentlich kann man es dir gar nicht empfehlen, weil es überhaupt nichts bringen wird. Was soll das bringen? Also, ich habe so ein bisschen im Laufe der Jahre, habe ich so meine, also, dass man mit. Also es gibt natürlich Leute, mit denen man reden kann, mit denen ist man vielleicht auch befreundet oder in einer längeren Beziehung. Aber mit vielen Menschen, die man auch gar nicht richtig kennt, ich habe da ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, dass so reden irgendwas bringt, denke ich. Also ich finde, was willst du denn da? Da muss das ist so, als wenn du jemandem erklären willst, wie man Auto fährt, und du musst schon anfangen, wie steckt man den Schlüssel ins Zündschloss oder wieso hat ein Auto 4 Räder? Also da weiß man.
Also musst du jetzt schon Sachen klären, die überhaupt keine, die man eigentlich vollkommen klar sein sollten, wenn man in eine neue Beziehung geht, ne? Also zumindest wenn man sagt, es ist eine Beziehung so. Da musste ich jetzt schon um Sachen, da fragt man sich ja, was kommt denn dann noch? Was kommt denn in einem Monat? Was kommt denn in 3 Monaten? Was kommt in 6 Monaten? Also die letzte 10-jährige Beziehung ist bei mir auseinandergegangen, weil meine Ex-Freundin emotional fremdgegangen ist. Ja, da darfst du jetzt gucken, was hat dein Liebeschip damit zu tun? Und natürlich möchtest du in dem Universum sagen, nee, sowas hätte ich gern nicht, jetzt nochmal. Und mit dieser Frau, also ich will jetzt nichts unterstellen, aber ich bezweifle mal, dass all die Männer, mit denen sie ihr schreibt, dass sie alle wissen, dass sie auch mit so und so vielen anderen Männern schreibt, aber selbst wenn, scheint mir das, also wenn du jetzt jemand haben möchtest, sehr loyal ist, scheint mir das extrem riskant zu sein, diese Frau zu daten. Und das musste ich schmerzlich Stück für Stück erfahren. Bin seit ein paar Jahren wieder Single und fühle mich absolut bereit für die nächste Frau. Ja, das ist ja wunderbar, aber. Mach das nicht. Fühle mich gerade irgendwie ein bisschen ohnmächtig. Wir sind leider auch gute Beispiele für Lovebombing, haben wir gegenseitig gemacht. Lovebombing ist eigentlich das Unkritischste. Also, ich meine Gott, wenn man total verliebt ist und. Also. Ja, du findest sie heiß. Und sie dich vielleicht auch, aber darauf kann man ja keine Beziehung aufbauen, darauf kann man vielleicht eine Affäre aufbauen. Jetzt kannst du vielleicht mit ihr auch eine Affäre haben, neben den ganzen anderen, aber das willst du ja vielleicht auch nicht unbedingt. Also ich glaube nicht, dass es eine Frau ist für mehr als eine Affäre, ist so meine Meinung. Und natürlich kann sich jemand ändern und plötzlich bereit sein für eine Beziehung, aber ich sehe das hier nicht. Und jetzt kannst du natürlich sagen, ja, vielleicht ist sie in einem Monat bereit, aber geht das schon wieder los, mit Leuten erstmal dahin bringen, dass sie eine Beziehung haben wollen und dann überschreitet man schon wieder die Grenzen des Landes Co-Abhängigkeit irgendwie. Also ich würde es nicht machen, aber es ist dein Leben. Ne? Aber es sind gute Fragen. Vielleicht kriegst du auch noch ein paar Kommentare hier drunter, aber ich denke, dass viele das so sehen werden, dass das von dem, was du scheinbar zu suchen scheinst, dass das nicht so dazu passt. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.